www.chat.de. Wunderschön, guten Abend hier beim Schlagerstadion 2014. Ja, hier in Friedrichshafen, es ist ziemlich laut, ich weiß nicht, ob man es hört. Die Bude ist knallevoll und wir haben richtig Spaß heute. Wir freuen uns und ja, schauen wir mal, was der Abend so bringt. Viel Spaß euch! Ja, jetzt bei mir Caro Nöding, die Miss Germany 2013. Hallöchen, Caro. Hi! Und was treibt dich hierher am wunderschönen Bodensee? Naja, ich hätte mir gedacht, als Norddeutsche ist das nicht so einfach, mal im Dirndl außerhalb der Oktobersaison irgendwo zu stehen. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich mir schon den Weg mache, dann richtig. Also in den Bodensee zu dieser Party und lass mich schön auch mal laufen. Okay. Und ja. Wo treibst du dich so rum das ganze Jahr oder was macht eine Miss Germany mal so ganz kurz? Na gut, bis Februar, ich bin in der Miss Germany 2013, war ich quer durch Deutschland unterwegs und hatte ja auch gar keine Zeit für gar nichts. Also weder für Freunde, Familie, Alkohol, was es sonst noch so für schöne Sachen gibt. Ja, und seit Februar bin ich halt in Hannover, da wo ich auch ansässig bin und schaue zu, inwieweit ich jetzt Land kriege, vielleicht noch Moderationsjobs oder vielleicht TV-Shows. Mich auszuprobieren und noch mitzunehmen, bis ich dann mein ganz trockenes Mathestudium weitermache. Okay, hat das Spaß gemacht das Jahr oder war das anstrengend oder wie stellt man sich das so vor? Ja, also es ist aufregend, man hat nie einen Alltag. Auf der anderen Seite weiß man auch nie, wann irgendwie ein Wochentag ist. Also Sonntag erkennt man daran, dass irgendwelche Läden zu sind. Ansonsten ist das natürlich auch sehr belastend. Also es zerrt sehr von den Kräften, aber geil ist es schon. Also es ist eine Erfahrung in einem Jahr, was manche 30 Jahren machen. Also läuft. Caro, was meinst du hier zu unserer Region, zum Bodensee? Wie gefällt es dir hier unten? Hast du was gesehen schon so? Ich habe den Bodensee so angebrochen gesehen und ich habe schon gesehen, also das ist Wahnsinn. Also gerade als Norddeutsche mal so ein bisschen mal was anderes anzuschauen und das soll ja wunderschön sein. Also das wird ja selbst enorm ganz breit getreten und der Bodensee und so schön und so toll, da sollte man mal hingehen und deswegen habe ich mir gedacht, ich verbinde das alles in einem Paket. Caro, vielen Dank für dein tolles Interview und viel Spaß heute Abend. Dankeschön.